Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich wollte einfach mal ein paar kleine Tipps geben oder Tricks, wie man das Wheelie-Fahren relativ schnell lernt. Ich zeige euch einfach mal heute in dem Video, wie ich es gelernt habe. Es ist mal eine ganz gute Möglichkeit, um sich daran zu tasten. Das erste ist, ich sitze auf dem Rad drauf und suche mir vor mir einen Punkt, also eine Linie zum Beispiel, wie hier jetzt, wenn du es da kurz hinfilmst, wo ich das Vorderrad nach oben bringen möchte. Das ist für mich immer wichtig, dass ich sehe, okay, ab da geht's los und ab da ziehe ich dann. Wie beim Stoppy muss ich einen Impuls geben, um das Vorderrad nach vorne zu bekommen. Ich fahre auf die Linie zu und ziehe praktisch den Lenker nach oben, dass ich dann das Vorderrad nach oben bekomme. Und meine Versicherung, wenn es zu weit wird, ist die hintere Bremse. Die holt mich immer wieder zurück ins Leben, also zurück nach vorne. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt eben genau diesen Punkt, ja, wo man in der Höhe ist, wo man am besten Wheelie fahren kann. Ich mache es euch jetzt einfach mal vor. Ich suche die Linie, gehe mit den Armen nach vorne und ziehe nach oben. Davor probieren, funktioniert die Bremse. Punkt suchen und Impuls. Also man muss immer ein bisschen unterscheiden. Heute jetzt hier mit dem E-Bike ist es für mich persönlich leichter, weil du hast diese Unterstützung beim Motor. Ich fahre mit Tour und hinten sozusagen in der mittleren, je nach Geschwindigkeit, muss ich den Gang wählen. Ja? Also er darf nicht zu leicht und nicht zu schwer sein. Ich habe es immer so in der Mitte, je nachdem. Punkt suchen, nach vorne, Impuls. Wie ihr auf dem Video seht, meine Knie gleichen dann immer auch das Gewicht aus. Also ich probiere dann immer, wenn ich nach links oder rechts falle, mit den Knien durch nach außen zu drücken, das Gewicht zu verlagern, um im Endeffekt nach links oder rechts auszugleichen. Oder wenn ich oben bin, einfach durch Lenkbewegungen kann man es auch machen. Und sowas bitte nur in der Wiese üben, das hier. Das Rad geht durch, aber ich kann nach hinten aussteigen. Ich kann es inzwischen auch schon mit Klickpedale. Einfach diesen Mechanismus schon so verinnerlicht, dass man nach außen und dann einfach abspringt und das Rad festhält. Was ist wichtig? Am besten an einem Untergrund in der Wiese probieren. Die ersten Male, weil da tut es am wenigsten weh, wenn man dann stürzt oder auf die Seite fällt. Selber, wenn man auf dem Sattel sitzt, wenn man da ein bisschen Übung hat, kann man dann immer noch ein bisschen hin und her rutschen. Dann merkt man einfach, inwieweit man das Gewicht noch nach hinten verlagert. Dann kommt einfach das Rad von unten so ein bisschen und mich kann die Bremse einfach auch wieder zurückholen. Ja? Das ist das Positive daran, welchen Rucksack zum Beispiel habe. Und ich merke, ich falle wieder nach vorne, gehe ich einfach rutschig ein bisschen zurück am Sattel und dann kommt das Gewicht nach hinten und gibt ein bisschen mehr Gas und immer schön gleichmäßig treten. Nochmal zusammengefasst, Linie suchen, Bremse vielleicht davor kurz testen, ob sie wirklich greift, nach vorne gehen, Impuls setzen, Vorderrad nach vorne und gleichmäßig anfangen zu treten. Und ruhig so weit, das ist immer so diese schreckliche, diese wie beim Skifahren, diese Falllinie. Ja, das ist hier auch so der Punkt, oh, jetzt kippe ich über. Aber das ist genau die Position, die ich brauche, um Wheelie zu fahren. Ja. Auch wichtig, es ist je nachdem, der Motor fängt ja irgendwann mal das Schieben oder das Unterstützen an. Ich mache es immer so, wenn ich mit dem Pedal auf dieser Höhe bin, könnt ihr sehen, dann gehe ich nach vorne und dann trete ich rein, wie wenn ich anfahren würde, um den Impuls zu setzen, dass ich das Rad nach vorne bekomme und diesen Schub vom Motor sozusagen nutze. Danke fürs Zuhören.